Das ist sie also, die Farm von Piets Eltern. Der Ort, an dem man sich locker mal 100 Jahre zurückversetzt fühlt. Und es ist so schön ruhig hier, weil die Kinder und die Großeltern alle unten sind. Jetzt gibt es einen neuen Tag auf die Uhren. Voilà, der Kopf ist ein bisschen eingequetscht. Jetzt kommt der beste Teil des Tages. Wir gehen nämlich reiten gemeinschaftlich. Und dafür sind jetzt alle Pferde gesattelt. Ne? Jetzt zeigen wir euch, wie man in Australien ein Bier öffnet. Okay, Piet, los geht's. Schau mal die Hände hier, der eine. Das ist wirklich das Postum. Jetzt muss ich es wahrscheinlich zurückziehen, bevor die Mama merkt, dass es gar nicht mehr da ist. Heute ist ein spezieller Tag, weil heute wird Peter Dad 80 Jahre alt. Peter der Farmer. Und wenn ihr euch wundert, warum ich hier so einen roten Strich habe, ich habe mich nicht an der Türklinge aufgehängt, sondern ich bin vom Pferd gezogen worden, von einer Liane. In Deutschland kann dich kein Zweig zurückhalten und hier wirst du fast stranguliert von so einem komischen Zweig. Jetzt haben wir hier eine Überraschung. Die haben gesagt, wir gehen ausreiten und plötzlich sitzt hier die Familie versammelt unter einem wunderschönen Baum im Abendlicht und wartet auf die Pferde. Happy hey. Birthday! Happy 80s! Unbelievable! Ja, 80 Jahre alt. Cool, oder? And how do you feel? Very good. Very good. Farmer Peter. Yeah, looking forward to the next 80 years. Peter, the famous farmer, had a very lovely farm. And if you ever saw him, you would think he's 61. One was sunny Christmas Eve, his family came to stay. To honor him and let him know, we love you! Hooray! Also, jetzt gibt's ein Gläschen und dann geht das Abendprogramm weiter. Gut, komm, mach ihn fest.